norddeutsche Metropole Hamburg haben sich Daimler und der Autovermieter Europcar für ihr Carsharing-Projekt ausgesucht. Nach Ulm und dem texanischen Austin werden beide Partner ab 2011 unter dem etablierten Namen Car2Go 300 Smart vermieten. Der Car2Go Smart kann per Internet oder Handy gesucht und gemietet werden. Im Preis von 29 Cent pro Minute sind sämtliche Kosten wie Kraftstoff, Versicherung, gefahrener Kilometer, Steuern und alle Parkgebühren enthalten. Wer länger unterwegs ist, zahlt maximal 14,90 Euro pro Stunde. Es ist ein sehr wichtiges Projekt für Hamburg. Es ist innovativ, modern und vor allem sehr attraktiv und deswegen passt wunderbar zu unserer Stadt. Auch bei Daimler ist man vom Erfolg in Hamburg überzeugt. Dieses Carsharing-Projekt ist ein wirklich weiterer, wichtiger Baustein unserer Umweltoffensive. Neben umweltfreundlichen Fahrzeugen haben wir ein ganz besonders attraktives Konzept, das wir in Ulm getestet haben, mit sehr großem Erfolg, 4 Millionen Kilometer, 20.000 Kunden. Danach in Austin, in Texas, in den USA, vom Start weg 10.000 Kunden, überwiegend junge Kunden, genau die, die wir mit Smart auch ansprechen wollen. Also insofern eine Success Story, die jetzt in der Weltstadt Hamburg, der ersten Millionenstadt in Europa, an den Start geht. Und damit ist klar, wir sprechen mit allen europäischen Hauptstädten. Wir haben viel Nachfrage aus Übersee, speziell Amerika. Und damit beginnt heute der große globale Rollout dieses innovativen Konzeptes. Weitere Metropolen wie Paris und Vancouver sollen bald folgen.